Bleiben eigentlich alle drin, oder? Also Kaito folgt uns ja, denke ich mal. Beziehungsweise irgendwelche Leute werden uns jetzt wieder an die entsprechenden Orte folgen, gehe ich mal ganz stark von aus. Fangen wir mal mit Himikos Forschungslabor an. Jupp, es folgen uns welche. Das hier ist also Himikos Forschungslabor, hä? Huh? Das müsstest du doch eigentlich wissen, weil du hast doch von, geholfen, von hier Dinge mit in die Turnhalle zu bringen, oder etwa nicht? Und was wollen wir uns hier untersuchen? Der Trick, den Himiko für ihre Magie-Show benutzt habe. Ich muss herausfinden, wie es funktioniert. Naja, das sagst du zwar, aber was, wenn es wirklich wahre Magie war? Ohne irgendwelche Tricks oder Mechanismen. Warte. Das wäre dann ein echtes Problem. Aber es geht nicht nur um den Trick. Ich muss dem Typ ein paar Fragen stellen. Okay. Stimmt, Kokichi hat gemeint, als er die Videos ranholen wollte, ist er ja einigen Unpässlichkeiten begegnet. Wahrscheinlich will er dahingehend ausfragen. Da standen wohl zwei Wassertanks. Und stimmt, die Wassertanks sind leer. Der andere war definitiv dann auch leer. Ja, ist ein riesiger Wassertank. Sieht so aus wie der einer von denen, die in Himikos Show benutzt worden ist. Tja, schätze, das hier sieht so aus wie derselbe, den Himiko benutzt hat. Schätze mal, das hier ist ein Ersatz. Ja, das ist, was Himiko mir und Kibo gesagt hat, als wir ihn hier rausgeholt haben. Tja, wenn wir dann vielleicht diesen Tank hier untersuchen, können wir das Geheimnis des Tricks erfahren. Ein wenig ermutigt begann ich, um den Tank herumzugehen. Ich suchte alles ab nach irgendetwas, was ein Schalter oder ein Mechanismus sein könnte. Hä? Was ist das? Da ist ein Segment des Tanks nahe der Spitze, welches aufgeht. Aber warum öffnet es sich dort? Das ist nicht groß genug, dass da jemand durchpasst, oder? Na, warte. Vielleicht ist es nicht zufällig. Dieses Segment musste sich dort öffnen. An welcher Ecke ist das exakt? Und Kim Water Tank Trick has been... Moment mal, das ist mir noch geradezu uneindeutig. Na gut, das kann nicht dieses dasselbe Pain sein, was da aufgeht, weil der war ja... Moment mal. Wer hatte vorgeschlagen, dass wir den Wassertank vorne kaputt machen? Soll das dann hier die Vorderseite sein? Und damit ist der Trick nicht mehr nachvollziehbar? Weil die Vorderseite kaputt ist? Aber wenn man vorne rausgehen würde, würde man doch Bewegung in dem Vorhang der wahrnehmen. Der vor dem Ding war, wenn das nach draußen hin aufgeht. Und dann hätte... Oh, na gut, es war sowieso nass davor. Dadurch, dass der Tank dann dort aufgegrambockt worden ist. Aber sie könnte dann durch den Vorhang unter die Treppe entlang gegangen sein, sich dort umgezogen haben und dann, ja, das würde Sinn ergeben. Und wahrscheinlich sind alle so auf den, deswegen der Timer, alle auf den Timer fokussiert und wie Gonta hoch ist und auf die Piranhas, die bald runterfallen. Das ist ja eigentlich das Wichtigste bei Zaubertricks. Bei Zaubertricks ist das Wichtige, die Aufmerksamkeit derjenigen, die den Zaubertrick beobachten, auf etwas anderes zu lenken, damit dann dort, wo der Trick gerade geschieht oder wo, ja, also eben, wo der Trick dann geschieht, dass dort die Aufmerksamkeit dann eben gerade nicht ist. Und dann würde es zusammenpassen und dann einer von denjenigen, die den Trick kennt. Wer hatte vorgeschlagen, die Scheibe einzuschlagen, ihn da rauszuholen? Es war Kokichi, weil nur der auf die Idee kommt, Gonta und Tenko zu befehlen, Kibo da reinzuwerfen, weil Kibo war ja das Opfer. Aber nur weil Kokichi den Trick eventuell kennt und das so vorgeschlagen hat, nur damit es so wirkt, so lustig wirkt, als würde er Kibo mobben, bedeutet das gleich, dass er der Täter ist? Wahrscheinlich nicht. Vielleicht wollte er einfach nur, damit es nicht so langweilig ist,
damit es spannender wird, wollte er dem Täter vielleicht in der Beweisvernichtung oder keine Ahnung was helfen. Aber vielleicht denke ich auch den Trick gerade vollkommen falsch. Ich weiß es nicht. Vielleicht ergibt sich das deswegen auch, dass wir ihm noch Fragen stellen. Du noch was zu sagen? Ach so. Okay, verstehe. Selbst wenn es darum geht, diesen Fall zu lösen, aber Himikos Trick zu offenbaren, macht die Sache irgendwie schon ein bisschen langweilig. Hä? Kaito? Bist du etwa die Art von Typ, die gerne an Magie glauben will? Oh, Kaito glaubt also an Himikos Magie. Das meine ich damit doch nicht. Ich dachte einfach nur, dass ihre Zaubertricks ja eben wie Magie sind, die ein Lächeln auf das Gesicht der Leute zaubert. Naja, ich schätze mal, so könnte man das Ganze betrachten. Ja, es ist genauso wie mein Traum, in den Weltraum hineinzugehen, gelang. Ja, ich glaube daran, dass ich irgendwann den Milky Way entlang reisen kann. Ich glaube, dass ich Aliens treffen werde. Ja, und durch das Universum zu fliegen mit solchen Gedanken, das ist der wahre Geist des Abenteuers. Ah, so ist das also. Kaito, das ist... Das Dümmste, was ich je gehört habe. Deine idealistischen Träume werden in dieser Situation überhaupt nicht helfen. Wie nennst du hier einen Idiot? Oder dumm, oder was auch immer. Du musst nicht gleich deswegen rumschreien. Warum ist Tsumugi eigentlich mit dir hergekommen? Kann ich hier eigentlich wieder wegdingsbumsisieren? Hier hinten stand der Wassertank, oder? Er ist jetzt nicht mehr da. Ist mir vorher echt nicht aufgefallen. Da kommen nach wie vor ein paar Täubchen raus. Nein, ich wollte eigentlich... Ach so, so ging es hier rum. Nein, halt hier lang. Ich glaube, sobald man es einmal resettet, kommt dann aus dem Rest keine Münzen mehr raus. Auch wenn man vorher es leider verpasst hat oder so. Schade. Nun gut, der Vogelkäfig. Ziemlich großer Käfig, da könnte ich reinpassen. Hat nichts mit dem Fall zu tun. Sicher. Die Sword Stabbing Box. Ja, wäre Schwerter in der Box drinne. Aber sie würden normal rauskommen, Leute, wenn sie da drinne wären. Das ist ja der Trick, denke ich. Hat nichts mit dem Fall zu tun. Die Sägebox. Das ist auch für Zaubertricks benutzt. Ich hab's schon in Zaubershows gesehen. Hat nichts mit dem Fall zu tun. Wie sicher du das in allen bist. Du könntest die Guillotine gar nicht mehr anschauen? Nur noch die Säge? Ich will aber guillotisieren. Und den Pod kann man uns auch nicht mehr angucken. Dann halt die Säge. Was für eine riesige Säge. Wahrscheinlich für diesen eine Person in zwei Hälften teilen Trick. Das hast du aber nicht. Hat nichts mit dem Fall zu tun. Also hat's was mit dem Fall zu tun. Ha! Schlussfolgerung. Mein Reden, meine Frage. Was machst du denn hier, Tsumugi? Nun ja, ich stelle Untersuchungen an. Ich weiß, ich bin schlicht und einfach, aber es ist schlicht und einfach zu sehen, dass ich am Untersuchungen anstellen bin. Ist dem so. Und? Irgendwelche Hinweise gefunden? Darüber denke ich noch nach. Ich glaube, man kann keine Hinweise finden, indem man über sie nachdenkt. Naja, ganz ehrlich, ich habe noch nicht das Geringste gefunden. Na, dann streng dich mal an. Schau, dass du irgendwelche Hinweise findest. Achso, oder sich umschauen ist, wie man Hinweise findet. Aber, naja, ich dachte einfach nur, den Typen hier alleine rumlaufen zu lassen, sei schlicht und ergreifend eine üble Idee. Tsumugi warf Kokichi einen, ja, sehr bedeutungsschwangeren Blick zu. Und deswegen habe ich mich schlicht und ergreifend dazu entschlossen, ein Auge auf ihn zu haben. Auf diese Art und Weise kann selbst dieses schlicht und einfache alte Ich hier aushelfen. Na dann, Kokichi. Hey, Shoichi, du willst mich was fragen? Okay. Ich werde dir alles sagen, was du wissen willst. Schließlich bist du ja mein Favorite. Wenn er das so sagt, klingt das exakt so, als meint er das Gegenteil. Das macht mich schon ein wenig nervös.
Ich will dich tatsächlich was fragen. Es geht darum, als wir gestern von Gonter gekidnappt wurden. Du bist ja in unsere Räume eingedrungen, um unsere Motivvideos zu stehlen, nicht wahr? Aber war das alles, was du getan hast? Du bist ziemlich spät zurückgekommen. Ah, verstehe. Du möchtest mein Alibi für die Night Time gestern wissen? Ja, das ist eine wirklich gute Frage, um sie zu stellen. Habe ich da was übersprungen? Das ging mal wieder so schnell. Nein. Ja, die Turnhalle ist ja während der Night Time verboten. Und deswegen wurde Ryoma entweder davor oder danach getötet. Was dafür sorgt, dass die Night Time gestern so verdächtig ist, da so ziemlich alle ihr eigenes Ding getrieben haben. Und was hast du dann getrieben? Es wäre einfacher, wenn ich es einfach erkläre, Schritt für Schritt, alles was passiert ist, während ich gestern Nacht draußen umher war. Nachdem du dein Bewusstsein wieder erlangt hast, Shuichi, hat Gonta ja Himiko und Angie gebracht. Das war so ungefähr 5 Minuten vor um 9 Uhr abends. Direkt danach habe ich Gontas Labor verlassen und mich in Richtung der Dormitories begeben. Ich dachte, ich wäre so in einer Stunde wieder zurück zum Beginn der Night Time, aber etwas ist passiert. Tja, die Frage ist, wie viel von allem, was er uns jetzt hier berichtet, ist wahr, wie viel von dem ist gelogen. Und ich wette, eine wichtige Sache, mindestens wird er lügen, einfach um das ganz interessanter zu machen. Etwas ist passiert? Direkt als ich bei der Eingangshalle ankam, hat Kidomi mich gesehen, die eigentlich ja beim Nähen in der Turnhalle hätte sein müssen. Das müssen wir dann mit Kidomi bestätigen. Das war direkt nachdem ich Gontas Labor verlassen hatte. Also war es so ziemlich gegen 9 Uhr. Sie hat angefangen, mich mit Fragen vollzuschütten und hat mich zugelabert von wegen, ob ich denn irgendwas Böses im Schilde führe. Sie hat dann angefangen, mein Verhalten zu kritisieren und mich wegen meiner Manieren und Beziehungen und dergleichen mir einen Vortrag gehalten. Kannst du das glauben? Ich meine, wer denkt sie, wer sie ist? Meine Mutter oder sowas? Aber hattest du Kidomi nicht zuvor mal gebeten, sei meine Mutter oder dergleichen? Stimmt, das hat er bei irgendeinem Frühstück gesagt, als sie so ein super Essen gemacht hat, wegen Kidomi, sei meine Mutter! Das hat sie dann tatsächlich, wenn sie das wirklich so eins zu eins wahrgenommen hat, kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass sie das gemacht hat, was er gerade gesagt hat. Sie hat einfach weitergeredet und geredet. Und hat mich dann endlich so gegen 10 Uhr gehen lassen, gerade als die Nighttime vorbei war. Eine ganze Stunde? Das müssen wir dann wirklich mit ihr abklären. Naja, nur die erste halbe Stunde war ihr Vortrag. Für die restliche halbe Stunde haben wir Fangen gespielt. Sie hat angefangen, mich zu langweilen, deswegen habe ich mich umgedreht, um zu gehen. Und dann? Halte ein! Unsere Unterhaltung ist noch nicht vorbei. Ich klicke und es passiert mal wieder nichts. Ich muss dir nicht zuhören. Du bist es nicht wert, den ultimativen Oberbösewicht-Anführer oder Super-Oberanführer Vorträge zu halten. Komm schon, Miss Maid. Fang mich doch, wenn du kannst. Ist das eine Anfrage? Naja, und dann schätze ich mal, hat Kidomi sich dazu entschlossen, das Fangspielen super ernst zu nehmen. Ich habe mein Bestes gegeben, aber letztendlich hat sie mich kurz vor 10 Uhr eingefangen. Dann hat sie wieder angefangen, mir einen Vortrag zu halten und, naja, hat mich endlich gehen lassen, als die Nighttime angefangen hat. Also gelten eure Alibis auch immer noch, als sie dich umhergejagt hat? Mani. Nun, wir sind ein paar Mal einander begegnet, deswegen, ja, sie sollten durchaus gültig sein. Also dann von 9 Uhr bis zum Beginn der Nighttime haben sowohl Kokichi als auch Kidomi Alibis. Nachdem Kidomi mich endlich hat gehen lassen, bin ich letztendlich zu den Dormitories gekommen und dann die Videos von allen eingesammelt. Ach, Mann, das nervt mich so. Ich frage mich, was das Ausschlaggebende ist, ob ich mit einem Mausklick weiterkomme und wann es hängt und wann es nicht hängt und so weiter. Aber jetzt, zu der Zeit, wo ich bei Gontas Labor zurück war, war es bereits 11 Uhr. Also hat er von 10 bis um 11 Uhr kein Alibi. Aber man kann, wenn man ja möchte, die Turnhalle beeinflussen,
Also allein schon die Vermehrung der Piranhas beispielsweise in dem Tank hätte zu jeder Zeit während der Nighttime geschehen können, weil das dadurch, dass es exakt auf Höhe, da es oben offen war, außer es war vorher oben die Glasplatte drauf als Begrenzung, die dann nachher unten im Tank lag, wie auch immer die da hingekommen ist. Aber wenn man davon ausgeht, dass es offen war, könnte man irgendwie über den Pool, wenn man da dann vielleicht ja, ans Fenster rankommt oder so für die Turnhalle, dort hierüber dann die zum Beispiel die Piranhas auffüllen während der Nighttime, weil der Pool ist ja während der Nighttime nicht geschlossen oder nicht verboten. Nur das Wasser vom Pool zu berühren oder drin zu schwimmen ist verboten. Deswegen, ja, das wichtige Alibi ist tatsächlich eher das von 9 bis 10 Uhr. Für ihn. Oh. Ach ja, ich habe was Seltsames gesehen, während Kidomi mir einen Vortrag gehalten hat. Etwas Seltsames? Ich habe ein halbnacktes Mädchen gesehen, welches in ihrer Unterwäsche auf dem Hof draußen rumlief. Ein halbnacktes Mädchen draußen im Hof rumlief? Okay, ich glaube, ich weiß, was er gesehen hat. Wie jemand diverse Waffen eingesetzt hat, um Gunther zu entkommen. Oder? Es war zu dunkel, um zu sehen, wer es war, aber ich habe gesehen, wie sie für ein Weilchen umhergelaufen ist. Ich frage mich, wer das wohl war. Ein Mädchen in Unterwäsche? Wovon zum Teufel redet er? Das war 100 pro Mio. Er bestätigt damit Mios Alibi und dass sie Gonta entkommen ist, indem sie ihre ja, fraulichen Waffen eingesetzt hat. Übrigens, du wurdest ja gestern nicht von Gonta eingefangen, nicht wahr, Kaito? Wo warst du denn? Und was hast du getrieben? Naja, ich bin die ganze Zeit umhergerannt. Ich habe mich in Toiletten, in Betts, überall in der Schule an verschiedenen Orten versteckt. Verstehe. Ja. Kokuchi ist nicht überzeugt. Gut, dann glaube ich, sind wir hier fertig. Tsumiki noch irgendwas zu sagen? Oh, nein, jetzt nicht nochmal das Ganze. Ja. Genau. Ach nee, das war der Stand von der Kerze. Ich dachte, da war noch irgendwas. Dann sind wir hier wohl fertig. Dann als nächstes gehen wir erstmal zum Dormitory. Bevor wir bis hoch in die zweite Etage gehen. Ich könnte wetten, dass in Yomas Zimmer eventuell der letzte versteckte Monokuma ist. Nach dem müssen wir uns auch noch Ausschau halten. Er hat sich im Badezimmer versteckt, sagt er. Das Badezimmer? Achso, kein Grund, es drinnen zu behalten während der Untersuchung. Deswegen beeil dich und bring's hinter dich. Achso, wir können es während der Untersuchung drinnen halten und wir sollen lieber schnell die Untersuchung hinter uns bringen, oder wie, oder was? Sagt er, wenn wir egal wo hingehen wollen, irgendwas Besonderes? Was ist denn los? Das hat nichts mit dem Fall zu tun. Wir wissen nicht, wann der Class Trial beginnt. Wir können nicht einfach umherwandern. Ja, alles klar. Entschuldigung. So, dann gehen wir mal in die Dormitories. Keiner hält sich hier draußen auf. Okay. Ach ja, in dem Pool wollen wir ja auch noch. Dann machen wir erst Dormitory, dann Pool, dann sein Labor. Noch irgendwer uns erstmal bis hierhin gefolgt? Scheinbar nicht. Du hast Yomas Schlüssel mitgebracht, nicht wahr? Ja. Fühlt sich nicht wirklich richtig an, da ohne Erlaubnis reinzugehen, aber naja, er kann uns die Erlaubnis ja nicht mehr geben. Nun gut, dann ab in unser Zimmer. Das ist mein Zimmer, aber jetzt ist nicht die Zeit, sich auszuruhen. Dann ab in Kaitos Zimmer. Das ist Kaitos Room. Keine Zeit, jetzt vorbeizuschauen. Ja, gut. Dann gehen wir in Kaide, dein Wunsch. Das Versprechen, dass wir es hier gemeinsam rausschaffen werden.
Ich hab's dir versprochen und dennoch. Shuichi! Shuichi! Lass uns später nachdenken. Als erstes sollten wir uns um Yomas Fall kümmern. Ja. Ich find's gut, dass sie selbst dafür hier einen neuen Dialog drin haben. Naja. Sagt er dann auch zu Lantalo was? Lantalo. Ah, nach dem, was dir passiert ist, Ryoma. Ach, wie konnte das passieren? Gut, Ryoma war hier gewesen. Das hier ist also Ryomas Zimmer. Und wo ist sein Video? Ich sehe es nicht irgendwo hier rumliegen. Hat das vielleicht ein Bücherregal oder so hingestellt? Kaito öffnete all die Schubladen und dergleichen, eins nach der anderen und untersuchte jede. Seltsam. Ich kann es nirgendwo finden. Wir können es also nicht finden. Okay. Das an sich ist schon ein Hinweis. Hä? Was meinst du damit? Achso. Schau mal, wenn wir davon ausgehen, dass das Motiv für die Tat das Video war, dann besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Ryoma das Motivvideo des Täters hatte. Wenn ihr Motivvideo bei der Szene beim Tatort hinterlassen würde, würden sie sofort verdächtig werden oder bei einer der Tatorte oder bei der wichtigen Orten. Es gäbe keinen Grund dafür, für den Täter solchen direkten Beweis oder so ein Indiz zurückzulassen. Das ist wahr. Und das Video ist nicht im Zimmer. Was bedeutet... Tja, also es ist genauso, wie wir dachten. Das Video ist das Motiv. Ja, das ist die beste Erklärung, die ich mir ausdenken kann. Tja, genau wie ich es von meinem Sidekick erwartet habe. Hä? Was ist denn los, Shuichi? Ah, nein, nichts. Übrigens, ich habe nachgedacht. Vielleicht hätten wir letztendlich doch alle die Motivvideos anschauen sollen. Was? Ja. Sie haben uns die allerwichtigsten Menschen gezeigt, nicht wahr? Deswegen hätten wir sie vielleicht anschauen sollen. Ohne vor der Wahrheit die Augen zu verschließen. Ja, zunächst habe ich Kibo zugestimmt, aber nachdem ich drüber nachgedacht habe, habe ich meine Meinung geändert. Und wenn wir uns Sorgen machen, weil wir sie uns alleine anschauen, hätten wir sie uns einfach auch zusammen anschauen können. Sie zusammen anschauen? Ja, wir hätten uns versammeln sollen und die Videos gemeinsam anschauen sollen. Mit allen die Motive zu teilen. Wenn es etwas ist, was du nicht allein ertragen kannst, dann wäre es vielleicht mit allen möglich gewesen. Dann hat am gestrigen Abend Kokichi sogar das versucht zu machen, was für Kaito hier die Idee ist, den Schmerz zu teilen, statt dem jemanden die Gefahr auszusetzen, ihn alleine zu ertragen und die Neugier auf das Motiv selbst zum Motiv zu machen. Das ist es doch, was man Kooperation nennt, nicht wahr? Das ist, was Kokichi versucht hat zu tun. Kokichi hat gestern versucht, uns an einer Motivvideo Schauparty oder derart teilnehmen zu lassen. Deswegen hat er uns alle in denselben Raum eingesperrt. Raum. Glaubst du, dass es seine Art der Kooperation war? Denkst du etwa auch so? Ja. Nein, aber wenn es das ist, was er wollte, hätte er uns einfach fragen können. Das würde zumindest eine normale Person tun, aber die Sache ist ja, er ist nicht normal. Vielleicht wollte er, dass wir kooperieren, aber unmöglich, das sicher zu wissen. Er würde es uns niemals ehrlich sagen. Das stimmt. Es ist unmöglich zu wissen, was Kokichi exakt denkt. Aber ich schätze, er hätte tatsächlich einmal zu unseren Gunsten handeln können. Sonst wirklich nichts hier weiter. Ich sollte auch hier Untersuchungen anstellen, nur zur Sicherheit.
Ja, als ich den Schrank öffnete, entdeckte ich ein identisches Set von den Klamotten, die Lioma trug. Genau wie in meinem Zimmer. Ja, mein Schrank ist auch genauso. Mit nichts voll außer meinen Uniformen. Wirklich, scheint bei allem so zu sein. Hier ist kein Cubespad, also muss es der Täter mitgenommen haben. Ich wette, hier ist irgendwo der letzte Monokuma versteckt. Oder? Oder? Nicht? Irgendwo letzte Hidden Monokuma an einem Ort, wo wir sonst nicht hinkommen? Vielleicht? Oder so? Aber ich sehe jetzt gerade echt nichts. Schauen wir uns das Bett nochmal an. Normales Bett wie das in meinem Zimmer. Auch kein Cubespad. Nichts Außergewöhnliches dort. Um die Lampe kann man sich auch immer schön angucken. Genau wie in meinem Zimmer. Bad können wir uns nicht angucken, oder? Nochmal unsere super Entdeckungskraft hier benutzen. Monitor wahrscheinlich auch nichts Besonderes. Hier sagt er jetzt, vielleicht ist es eine Kamera, die uns beobachtet. Vielleicht auch nicht. Wo er sonst immer betont hatte, dass er nicht glaubt, dass es hier Überwachungsdinger noch gibt. Jetzt habe ich es geschafft, den Tisch wegzukicken. Okay. Aber dahinter hat sich jetzt nichts Monokuma-Technisches verborgen. Und hier sehe ich auch nichts. Dann ist der erstmal nicht hier. Bleibt noch Makis Raum. Falls wir da überhaupt reinkommen. Nein, da wollte ich gar nicht rein. Ich wollte eigentlich nochmal hier draußen Kaito ansprechen, jetzt nachdem wir durch sind. Wir sind fertig mit Yomas Raum, also haben wir hier nichts weiter zu verlieren, ne? Gut, dann gehen wir als nächstes zur Schwimmhalle. Ich will mal ganz kurz testen, was er sagt, wenn wir versuchen, hier lang zu gehen. Okay. Schauen wir die Standardantwort. Na dann, mal sehen, was wir hier zu sehen bekommen werden. Wichtige Dinge nehme ich mal an. Schwimmreifen? Und Fabric-Stoffe? Okay, einiges, was hier schon mal direkt auffällt. Außerdem noch ein bisschen Sachen wegkicken. Fenster oben ist zu. Da kann der Täter auch leicht eventuell wieder zugemacht haben im Nachhinein, im Nachgang. Keine Münzen oder so erhalten. Sehe ich das richtig? Da ist das geöffnete Fenster. Hier versteckt sich kein Monokuma oder so. Schauen wir erstmal in den Storage Room hinten. Das ist der Equipment-Raum für das, die Schwimmhalle. Ich werde mal sicherheitshalber einen Blick reinwerfen. Hä? Ist das... Was ist das? Eine elektrische Luftpumpe? Ich verstehe, man könnte einen großen Schwimmring oder so damit füllen. Ich glaube, Inner Tube ist das so ein Schwimmring. Wie der, oder dieser Gummiring war das, glaube ich, gewesen. Dieser... Reifen, Gummireifen oder so. Inner Tube. Ich glaube, sowas war das gewesen, ne? Inner Tube. Reifenschlauch, Schwimmreifen. Luftschlauch, ja. Schwimmreifen hier in dem Fall wahrscheinlich. Was anderes scheint hier nicht wert zu sein, es zu untersuchen. Und es wird nicht als Truth Bullet aufgenommen. Okay, von hier aus kann man das Fenster der Turnhalle sehen. Ah, das ist das Fenster, was wir oben drauf auf der Bühne in der Turnhalle untersucht haben, nicht wahr? Ich hatte schon das Klickgeräusch, dass es weitergeht, aber es kam nichts. Ich meine, es ist ziemlich hoch. Ja, man wäre gar nicht in der Lage, dann nur mit einer Leiter hier ranzukommen. Ja, ich stimme zu. Die Leiter hat gerade bis hingereicht und die stand schon auf der Bühne.
Wenn das der Fall ist, dann war es eventuell schwierig für jemanden, naja, hier durchzugelangen oder von hier in den Turnhalle zu gelangen. Ja, da könntest du recht haben. Ist dem wirklich so? Hier führt auch eine... Moment, das ist eine Etage zu hoch für das Fenster, oder? Weil ansonsten... Irgendwas irritiert mich an der... Wie kann ich es ausdrücken? An der Konstruktion, an der Architektur von dem Ganzen hier. Weil es gibt ja diesen kleinen Vorsprung-Sims hier immer noch vor dem Fenster, auf dem man hätte rumlaufen können. Indem man zum Beispiel hinten über das Diving-Board hochgeht, hier rüberläuft und bis hier hingeht. Oder etwa nicht. Da hat sich nichts verändert. Nun gut, schauen wir uns das mal den Pool allgemein an. Ja, das ist dasselbe. Ist ziemlich tief, aber nicht bis oben mit Wasser gefüllt, aber genug zum drin schwimmen. Das Wasserlevel hat sich nicht verändert, aber ich kann Dinge drin sehen, die dort treiben. Als erstes haben wir den Schwimmreifen, an dem das Ende von einem Seil befestigt ist. Was auch schon mal wieder sehr verdächtig ist. Da ist ein Schwimmreifen, Schwimmreifen, der in dem Pool schwimmt. Es sieht nach einem von diesen riesigen, sehr stabilen Gummireifen aus. Lass mich mal raten. Einige Idioten konnten einfach nicht aufräumen, nachdem sie ja fertig waren, ne? Ohakuma! Ohakuma, okay.